Reisesession Video Nummer 1. Wir starten heute von Brüssel nach Barcelona. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein. Viel Spaß, Freunde. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf meinem iFly-Kanal zu einem neuen Video. Und ja, das ist die Reisesession, die gerade hier stattfindet. Ihr seht, das ist das erste Video. Reisesession bedeutet, ich bin unterwegs, beziehungsweise in echt tatsächlich im Urlaub. Und bedeutet für euch, dass ihr jetzt hier noch in der nächsten Zeit ein paar Reisesession-Videos sehen werdet. Ja, habe ich mir gedacht, machen wir so eine kleine, lustige, ja, eben, wie der Name schon sagt, Reisesession. Was bedeutet, wir werden prinzipiell oder ja, grundlegend eigentlich die Reiseziele, die typischen Reiseziele anfliegen von verschiedenen Flughäfen. Und heute beginnen wir da ganz relativ klassisch mit Belgien, also von Belgien aus gestartet nach Barcelona. Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch die spezielle Brüssel Airline, ja, Spezial Livery. Ich persönlich liebe immer Brussels, weil die machen immer so spezielle Liveries. Da gibt es ja welche von Tim und Struppi und von Tomorrowland. Ist alles sehr cool gemacht. Die werden wir vielleicht in der nächsten Zeit dann auch nochmal benutzen. Mal schauen. Auf jeden Fall, das ist so, glaube ich, die neueste, die es gerade gibt. Von den Belgian Red Devils. Das ist die Fußballmannschaft. Ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Ihr seht schon, kann man sich auf jeden Fall runterladen, wenn es euch interessiert, im flightsim.io. Und damit würde ich sagen, genug gesülzt, rein ins Gemüse. FSLTL habe ich auch schon aktiviert. Ihr seht im Hintergrund ein paar Flugzeuge stehen. Ja, da würde ich sagen, einfach mal direkt loslegen. Wir fliegen heute einen etwas kleineren Umweg, den zeige ich euch später. Da wir nach Barcelona fliegen, müssen wir ein bisschen, ja, nicht, können wir nicht direkt über Frankreich fliegen, sondern müssen einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Deswegen dauert unser Flug heute insgesamt 1 Stunde 48. Soll es aber auch kein großer Umschwung für euch sein, denn für euch geht das Video wie immer gleich lange. Ich gucke es so, dass die Ferien-Sessions bzw. ja, Reisen-Sessions, die ich jetzt dann vorhabe, ungefähr eine halbe Stunde gehen pro Video. Wir wollen es ja schließlich nicht übertreiben. Ja, und dann haben wir schon auf jeden Fall mal den Simbrief hochgeladen und starten dann am besten auch gleich mit den, ich musste gerade das Mikrofon richten, mit den Loading Preferences, einfach mal direkt instant rein mit der Geschichte und dann haben wir die Kiste schon mal gefüllt. Nachher machen wir den Rest dann über PackX bzw. GSX. Und dann starten wir erst einmal hier die Batterie. Sounds ein bisschen hoch. Wir mögen ja schließlich die schönen Sounds und externe Power an. IRS to NAV. Emergency Lights. No Smoking. Seatbelts. Navigation Lights und dann haben wir erst einmal für hier oben alles erledigt. Dann machen wir hier mal ein bisschen die Displays an. Wir wollen ja was sehen. Das ist tatsächlich seit dem Update hier abgeschalten worden. Also theoretisch so wie in echt. Von absolut cold and dark. Kann man aber ändern natürlich, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr einfach den Status, ja, also ihr könntet hier jetzt theoretisch einfach die Bildschirme anmachen und dann den Status direkt speichern und sagen, es soll jedes Mal von dem Status laden und dann klappt das eigentlich auch relativ gut, würde ich sagen. Insgesamt finde ich, hat sich das Cockpit etwas verdunkelt. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Lasst mir da gerne mal ein paar, ja, eure Meinung mal in den Kommentaren zurück. Also ich finde, das Cockpit ist insgesamt etwas irgendwie etwas dunkler geworden. So sieht es für mich zumindest aus. So, die Isolation Valve können wir erstmal sein lassen. Select Desired System, das machen wir gleich. Also, hier passt alles. Dann gehen wir erstmal hier ins FMC. Initialize. Ja, 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 ja. Diese ganze Fehlmeldung immer. Direct Initialize Request. Warten wir ein kurzes Sekündchen. Und da ist es. Wir fliegen von Brüssel, EBBR, nach Level, also Barcelona. Align, Confirm, Back und dann geben wir ein BEL für Bell Brussels. Jetzt müssen wir gerade mal ein bisschen spiegeln. Kostindex ist 56. 56 Fuß. Altitude versuchen wir mal 35.000 Fuß.
IOC-Uplink, das können wir nachher mal checken. Dann gehen wir hier als nächstes auf Zero Fuel Weight. Da sind wir bei 59,9 und 31,5. Also 59,9 und 31,5. Und tatsächlich haben wir heute einiges an Sprit drin, denn wir brauchen etwas mehr, also 9,4. Das ist ein bisschen viel. Und dann geht es auch schon direkt an die Startprozedur, Departure. Wir starten von der erstmal von der 25 rechts. 25 rechts über die wo bist du? 2K? Nee, 2G. Der da. Insert. Und danach Level. 24 rechts, klassisch. Wo bist du? 24 rechts auf der Y und wir kommen über 1W, also der da. Jawohl. Und dann schauen wir mal kurz, haben wir eine Transition. Kurzer Checkup. CLA, ich glaube, das ist ein VIA. 1W, wunderbar. Dann nehmen wir den Insert. Den Rest schauen wir dann, würde ich sagen, während des Fluges. Gut, dann haben wir das schon mal drin. Unser Initialize Page ist erledigt. Dann gehen wir hier auf die Metadaten. 1024. Hoho. Ziemlich hoher Luftdruck. Today. So. Den Rest machen wir gleich. Wir sagen, jetzt starten wir erst einmal mit GSX. Request Boarding. Boarding requested. Ah, jetzt hat. Wir nehmen Avia Partner. Okay. Dann passt das soweit so gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also wie schon gesagt, ich finde, es ist insgesamt etwas dunkler geworden. Sagt mir da gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das auch so seht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, kommt mir auf jeden Fall so vor. Program, wir sind auf 340. Okay, waren wir gar nicht so schlecht. 340. Maximum. Und dann würde ich sagen, hier dasselbe. 340. Wir haben gerade eine Lufthansa. Auch ziemlich cool, ihr seht schon hier, wie der gerade versorgt wird. Sehr, sehr cool. Okay, 34.000 Fuß bitte. Dann müssen wir das hier noch ändern. Wir sind heute BEL 854. Next. Das stimmt soweit, 154. Boarding Music. Brussels, there you go. Und auch dasselbe hier. Brussels. Wo bist du? There you go. Starten wir das Ganze. Kurzer Check. Sync Load Sheet Final. Und dann hier auch das Wetter. Wir starten von der 25 rechts. Trockener Zustand optimal, bitte. Und dann würde ich sagen Calculate. 1,59, 1,59, 1,60. Flaps 3. How the hell? Machen wir mal Flaps 2. Sieht schon besser aus. Ich weiß nicht, warum der mich manchmal auf so komischen Käse lotst. Also, 1,55, 1,55, 1,59. V1, 1,55. 1,55, VR und 1,59 für V2. 64 haben wir den Flex Temperature. Und 2 down 0,1 für die Flaps. Okay. Haben wir das auch geschafft. Und dann würde ich sagen, haben wir hier von dieser Seite aus alles richtig kalibriert. Die Seatbelt Signs sind an. APU Bleed geht an. Und dann machen wir auch gleich die Pumpen an. Obwohl ich gesehen habe, die warten da gerne bis zum Schluss im Cockpit. Aber ich bin ja schließlich von der faulen Sorte. Ewig warten gibt es bei mir nicht. So, dann passt das hier. Dann haben wir hier auch alles in Ordnung. Boarding beginnt. Wir sehen es hier vorne. Jobs sind an. Alles ist cool. Tickers, das können wir vielleicht noch schnell machen. Können wir gleich vom All stellen. Und dann gehen wir 1, 2, 5, 5, 3. Auto. Und dann ist das Ding auch an. Beautiful. Ja, sagt mir auch gerne mal, was ihr so davon haltet, von dieser Fanclub-Speziallackierung.
Ich finde die ziemlich cool. Wie schon gesagt, ich mag Bristles. Die haben immer so Speziallackierungen, die gefallen mir sehr. Sind zumindest besser aus als die Star Alliance hier im Hintergrund von Lufthansa. Die sind dann immer ein bisschen zu kalt bis jetzt gewesen. Aber eben, ja gut, die Star Alliance ist da. Das ist natürlich eine Speziallackierung. Die gibt es ja in verschiedenen Flugzeugen. Aber, beziehungsweise Airlines. Aber, ja. Das hier ist schon nochmal ein Ticken cooler. Alles klar, Boarding completed. Dann würde ich sagen, los geht's mit der... Hello, Captain. We are ready for pushback. Perfektion, Mademoiselle. Merci. Dann schließen wir mal die Tür. Talk with the Jetway. Jocks, bye-bye. Tür, bye-bye. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard flight 854 with service to Barcelona. Our flight time will be roughly 1 hour and 48 minutes. Please note the cabin door is now closed. We ask that you make sure that all devices are in airplane mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt and verify it is low and tight across your lap. Your tray tables and seat backs must be in the full upright and locked position for departure. Cabin crew, prepare cabin for departure. Parking brake release. Starting push. All engines clear. Start at wind. Und dann starten wir das linke Triebwerk. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Your truck is connected. Bypass Barbara. Left is clear. Right is clear. Parking brake released. Auf geht's, Freunde. Nach Barcelona. Hier können wir nochmal zurückschalten. Das sieht alles soweit gut aus. Können wir hier nochmal hinschalten. Sehen wir zur momentanen Zeit. Los geht's. Speed Brakes Max. Flaps to. Alles klar. Ja, und dann meine erste Frage an euch, Freunde. Habt ihr schon gesehen, es gibt die, Just Flight hat vorgestellt, seine neue A330er, die denn rauskommen sollen. Also, bis jetzt noch nicht die komplette A330er, aber zumindest mal das EFB-System. Das sah ganz gut aus soweit. Also, für alle, die dies noch nicht wissen, ja, Just Flight ist an einem großen Flugzeug dran. Bin sehr gespannt, wie dieses Baby werden wird. Release-Datum gibt es, soweit ich weiß, noch keins. Aber wir lassen uns überraschen mit viel Glück. Ganz viel Glück könnte es das ja noch klappen. Ich bin auch mal noch sehr gespannt, was da mit der BAE rauskommt. Da soll ja noch ein kleines Update kommen für bessere Avionik. Auch das interessiert mich schon. Bin ich mal gespannt, wie das da wird. Wird hier übrigens auch noch ein Flug dabei sein. In Griechenland werden wir dann den Atlas Air fliegen von Thessaloniki nach Kos. Also freut mich da schon mal drauf. Das ist dann das nächste, was wir dann ansteuern werden. So, hier rechts haben wir noch eine weiße Livery, aber die ignorieren wir mal komplett. Die wollen wahrscheinlich dann auch von derselben Linie aus starten. Wir gehen jetzt hier auch direkt auf die Strobe Lights. Und dann geht's los. Machen wir gar nicht lange, würde ich sagen. Umdrehen. Und dann sind wir auch schon soweit. Anstein, Freunde, ab in die Lüfte, würde ich sagen. Auf geht's. Flaps to 40%. Stabilized und Climb Flex.
positive rate, gear up. Links, trust to climb. Dann gehen wir auf Flap Zero. Ladies and gentlemen, we have now passed 10,000. You may now turn on your larger portable electronic devices. So, das wird also die Strecke sein und wie ich schon sagte, machen wir hier einen kleinen Umweg. Also wir fliegen hier fast schon bis ins Elsass hinein. Da geht es einmal hier über Luxemburg. Warum auch immer wir nicht über Reims fliegen, keine Ahnung, aber es muss halt auf jeden Fall jetzt hier lang. Dann über Metz und dann von Metz machen wir die Rechtskurve Richtung Süden dann komplett. Und dann geht es von dort aus nach Barcelona. Ja, liebe Freunde, und dann sage ich bis später, wie immer. Lasse euch jetzt mit ein paar schönen Bildern zurück und melde mich dann wie immer beim Top of Descent. Also bis später. So, Freunde, da sind wir wieder. Zurück im hügeligen und ja, gar nicht so schönen Barcelona. Bin tatsächlich etwas überrascht. Hoffentlich sind wir jetzt nicht zu hoch. Ich hoffe mal, das sollte gehen. Wir können mal umschalten auf 1022. Alles andere habe ich schon eingestellt. Da haben wir jetzt unsere normale neue Reisehöhe. Gehen wir ein bisschen hier. Machen wir die Speedbrakes neu. Ist etwas zu schnell für das Ganze. Und dann Flaps 1. Das wird eine holprige Landung, Freunde. So. Landing Lights sind on. Da hinten. Mhm. Sieht aus, als würde hier auch ein Flugzeug landen. Plus 17 Foot. Wir haben ein bisschen Rückenwind, aber ihr seht schon ziemlich heftig hier. Into the soup. Ordentlich zu tun. Das wird eine holprige Landung. Aber wie immer haben wir schöne Wolken in Aussicht. Deshalb denke ich mal, ist das einigermaßen gut zu verkraften. Ich gehe mal noch nicht auf Flaps zu, weil schließlich ist es schon bumpy genug. Wir wollen nicht, dass es unsere armen Passagiere da hinten durchshakert. Seht schon einiges los. Ständige Korrektur. Aber wir fliegen hier an der südlichen Spanienseite entlang. Weil da hinten sehen wir noch hinter den Bergen, vermutlich sollte das Frankreich sein. Noch ein Stück davon. Mal kurz gucken. Ja, ist noch ein gutes. Nee, das ist alles Spanien. Erst hier. Erst das letzte Stück Frankreich. Da sind wir schon ein gutes Stück vor. Na schön. Würde ich sagen, fliegen wir bis da vorne und dann gibt es da vorne Flaps 2.
hinter Tepla. Ja, aber ansonsten war es alles in allem eigentlich ein ganz netter Flug. Schöne Aussichten gab es natürlich hin und wieder mal. Überraschenderweise, wie schon gesagt, kommen wir jetzt doch ganz schön hier in den nicht so schönen Ort rein, verrückterweise. Das Wasser ist ein bisschen schöner geworden, finde ich, in DirectX 12. Sieht irgendwie besser aus, jetzt von weiter weg auch. Besser sichtbar irgendwie als beim X-Plane 11. Weiß nicht, ob das stimmt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Hoppala, da bin ich zu nah dran. Es ist auch komisch, dass der den Zoom-Faktor beibehält. Das ist irgendwie auch neu seit dem Update. Gut, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal in Flaps zu. Können wir besser segeln. Und dann machen wir mal das Landing System an. Da sind wir schon fast perfekt. Gehen wir gleich auf Approach. Dass wir dann gleich den Glide Slope erreichen. There you go. Glide Slope und Localizer sind da. Nein. Stopp. Wo willst du denn jetzt hin? Moment. Nicht auf 250 hoch. Ich glaube, der hackt. So, wir bleiben mal auf 187, würde ich sagen. Soll nicht allzu langsam werden. Und hier vorne haben wir sie schon. Die Landebahn. Dann machen wir mal schon mal Taxi Lights an. Gehen tatsächlich mal hier ein bisschen höher. Wing Lights eigentlich nicht. Ja, wir machen es trotzdem mal an. Kommen wir ein bisschen in die etwas dunklere Suppe. Sonst sehen die uns doch nicht vorbei mit unserer Livery. Sollten wir eigentlich gut zu sehen sein. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, würde ich sagen. So, dann gehen wir hier runter. Runter auf 1,60. Da kommen wir über den Hafen von Barcelona. Sieht gar nicht so schlecht aus. Voilà. Sehen wir so ein bisschen was davon. Muss erst hochgeladen werden, ihr seht schon. Stück für Stück. 2500. Checkt. Und Flaps 3. Gear down. Flaps voll. Okay, dann machen wir mal den Rest. Speed Brakes armen. Und Auto Brakes zu low. Sound ein bisschen runter. Uns fängt uns die Ohren ab. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Landung. Heftiger Rückenwind. Yes, das ist Maria. Sollte man eigentlich von der anderen Seite aus landen. Aber das macht es ein bisschen spannend. Ist aber unrealistisch, weil wie schon gesagt, es ist tatsächlich sehr blöd, der Wind im Moment. Deswegen muss er so viel korrigieren. Und Dinge. My Airplane.
500. Mamma mia. Das ist echt heftiger Wind hier in Barcelona. Damit habe ich nicht gerechnet. Könnte eine holprige Landung werden. 200 100 50 40 30 20 retard 10. Und Touchdown. Wie war's das? Welche Nazi versus der Ute? 16 Nuts, Manual Brakes. Und dann sage ich herzlich willkommen, Freunde, in Barcelona. War jetzt nicht die allerbeste Landung, aber unter diesen Umständen bin ich zufrieden. Würde ich sagen, kommen wir erstmal an. Landing Lights off und dann gehen wir hier nach links. Flaps in. Gentlemen, welcome Speed to breaks. Barcelona. The local time is 1:58 p.m. and it's currently about 70 degrees Celsius. You can now use your mobile devices. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Remember to use caution when opening the overhead bins, as items may have been shifted during the flight. We thank you for flying with us. Ja, wunderbar. Haben wir es geschafft, Freunde. Willkommen in Barcelona. Da sind wir nun. Einmal hier Linksdreher. Wundervoll. Muss man noch meine FPS irgendwie ein bisschen überprüfen. Meine Graphics Settings. Irgendwas hat sich irgendwie auch noch verändert. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen mehr laggy geworden. Warum auch immer. So, Flight Director off. Und wir gehen hier Master Switch, der APU. Wing Lights off, wenn es den will. Flight Director off. Flaps open und dann starten wir die APU. Mal würde ich sagen, nehmen wir gleich die hier rechts. Und sagen No Slide Down. Oh, scheiße, jetzt bin ich zu weit. Oh nein. Verzeiht, Freunde, dann machen wir einen kleinen Umweg. Ja, Arabia hier vorne, auch cool. Ich habe mir auch mal überlegt, vielleicht mal ein paar Flüge nach Marokko oder so zu machen. Könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Aber ich finde, wir sollten auch mal den den arabischen Kontinent unsicher machen. Die arabischen Länder, besser gesagt. Wir nehmen die 240 und dann schalten wir um APU Bleed. Machen wir ein bisschen mehr Sounds. Und dann einmal hier nach rechts. Da habe ich jetzt blöderweise keinen GSX, aber ist nicht schlimm. Das können wir, glaube ich, jetzt mal verkraften. Wunderbar. Parking Brakes on. Linkes Triebwerk aus. Rechtes Triebwerk aus. Willkommen, Freunde, in Barcelona. Sehr schön. Ground Services. Miss. Dann machen wir mal die Jocks an.
Jetway. Wunderbar. Und dann Beacon Lights off. Und die Seatbelt Signs off. Und dann sagen wir bye bye. Verehrteste Freunde. Ja. Wunderschön, war ein netter Flug, würde ich sagen. Sind auch gut angekommen, alles soweit in Ordnung. Ich muss mal, wie schon gesagt, schauen, was mit meiner Grafik los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist da ein bisschen langsamer geworden. Aber das überprüfen wir doch gleich nach diesem Video. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein, wie schon gesagt, kleiner Reiseflug. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal in meiner Reisesession. Oh, wir sind gerade übrigens. Da geht das Triebwerk an. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal cool. Ich vermute, der wird vielleicht jetzt gleich zurückgepusht. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall ein sehr schön aussehendes Flugmodell. Ja, muss ich erstmal kurz nochmal hin. Also gut, Freunde, ja, dann bedanke ich mich, wie schon gesagt, fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Reise-Session-Video wieder mit dabei. Lasst mir, wie schon gesagt, ein paar Kommentare immer unten. Da schaue ich auf jeden Fall auch in meiner Urlaubszeit mal kurz drauf. Ja, und beantworte diese so gut ich kann. Dann sehen wir uns hoffentlich am nächsten Video wieder. Und wie schon gesagt, gerne ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Da tut ihr meinem Kanal etwas Gutes und ich bedanke mich dafür schon mal im Voraus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön brav weiterfliegen. Euer Blade Runner.